Bierdog, ich hab auf Bierbock, deshalb wächst die Maß auch direkt in Bierbock. 4 noch, mir sind alle recht durchsteckt. So, ihr Lieben, hallo, Dr. Savesa mal wieder am Start mit dem Tasting. Ja, jetzt kommt mal ein ganz, ganz spannendes Bier ins Glas. Und zwar ein Stil, den ich jetzt nicht so häufig bisher verwertet habe, aber nahen Verwandten schon ganz oft. Wir haben ein Bier de Garde. Das ist quasi das französische Pendant zum belgischen Saison oder auch Farmhouse Ale. Und das Ganze ist von BrewDog und wurde in Tequila-Fässern gereift. Hier haben wir es, das Farmhouse Cartel. Wie gesagt, ein Farmhouse Ale, Bier de Garde. Ja, und das wurde in Tequila-Fässern gereift. Ich bin sehr gespannt, was diese Kombination so geschmacklich hergibt. Vor allem auch krass, hat einfach 10 Umdrehungen das Ganze. Also von diesem Bierstil, sei es Saison, Farmhouse Ale oder Bier de Garde, hatte ich jetzt sowas Starkes noch nicht. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn man da das Wort Imperial davor gehauen hätte. Man nicht gemacht, okay. Aber hey, für 10% schaut euch mal die Schaumkrone an. Das ist dann doch überraschend. Die steht, ja, kommt hoch. Also es ist jetzt keine massive Schaumkrone, aber ihr seht, und sie bleibt. Für 10 Umdrehungen, Respekt. Kann mir vorstellen, dass da diverse Flocken mit im, in der Maische gelandet sind. Die helfen ja immer schön bei der Schaumstabilität, also so Weizenflocken, Haferflocken etc. So, dann schauen wir an die Nase. Okay, jetzt, also Tequila ist auf jeden Fall sehr präsent, sehr präsent. Aber auch die Farmhouse-Efe, also, ja, wow, riecht auf jeden Fall stark nach Tequila. Also, da hast du richtig Tequila in der Nase. Und da riecht auch richtig den Sprit vom Tequila. Also, hui. Bin mal gespannt. Also, ist jetzt, ich bin jetzt kein großer Tequila-Freund, muss ich sagen. Für mich also ist diese Nase nicht überkrass einladend. Aber der Geschmack kann ja ganz anders sein. Mal sehen. Okay. Ja. Das gefällt mir schon besser. Schon viel besser. Hat die diese schöne Farmhouse-Hefe, bin ich ein sehr großer Freund ja mittlerweile wieder davon. Oder das heißt wieder, bin ich sehr, habe selber gerade in der Nachgärung ein Bier, was mit einer Farmhouse-Hefe vergoren wurde. In dem Fall ein Grape Ale quasi. Und ja, die ist auf jeden Fall da. Gibt ihre würzig-pfeffrige Note ab. Aber auch, oh, der Tequila-Geschmack ist halt auch sehr präsent. Dazu fruchtige Noten. Wow. Schwieriges Bier. Also ist im Grunde schon nicht unlecker. Aber es ist durch die 10% hat es eine hohe Phenol. Also hohe phenolische Note. Und der Tequila-Geschmack ist sehr präsent, wird durch diese phenolische Note halt auch noch gepusht. Wie blöde. Na. Also ich werde, glaube ich, kein Freund von diesem Bier. Aber warte mal, ich werde nochmal auf jeden Fall. Aber das. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist komplex. Es kommen jetzt auch fruchtige Noten durch, die dem Bier auf jeden Fall
nochmal Akzente geben, die ja es runder machen auf jeden Fall und komplexer machen. Aber es ist ja, mir ist diese Tequila-Note doch zu präsent. Ja, ist okay. Also ich werde kein Freund, glaube ich, von diesem Bier.